Der Begriff Frühstücksfernsehen wird bei uns in Österreich durchaus negativ verstanden. Was verstehst du unter Frühstücksfernsehen, Valentina? Altvaterisch. Frühstücksfernsehen, ich verstehe unter Frühstücksfernsehen, man lässt sie vom Fernseher berieseln von irgendwelchen unnötigen Themen. Das wollen wir nicht machen. Wir interpretieren heute Frühstücksfernsehen neu. Wir machen nämlich ein Müsli-Weckerl, das durchaus zum Frühstück passt. Insofern zeige ich euch heute, wie wir aus ein paar einfachen Zutaten ein sehr körniges, aromavolles, sättigendes Gebäck machen, das perfekt zum Frühstück passt. Somit herzlich willkommen zu einem neuen Gruß zum Kumme YouTube-Video. Wir machen heute Müsli-Weckerl mit euch. Was kommt in so einen klassischen Müsli-Weckerl-Teig hinein? Cerealien, die haben wir da schon vorgeröstet und vorgequollen mit heißem Wasser. Das heißt Haferflocken, Buchweizen, Kürbiskern und Mandel in der Pfanne leicht angeröstet, bis sie ein bisschen ein intensiveres Aroma kriegen. Dann mit heißem Wasser überbrüht und ein paar Stunden abkühlen lassen. Sauerteig, Roggensauerteig, Roggenvollkornsauerteig, über Nacht geführt, 12 bis 16 Stunden. Weitere Zutaten haben wir da Weizenmehl 700, wieder fürs Volumen, und dann nur Weizenvollkornmehl. Wir haben in dem Rezept 50% Vollkorn, damit das Ganze wirklich den ganzen Vormittag anhält und man nicht um 11.25 Uhr schon Hunger kriegt, sondern erst 12 Uhr. Honig, aktives Gerstenmalz, Butter und etwas Backhefe. Natürlich darf nicht fallen. Das Salz. Zusätzlich kommen dann noch Rosinen oder andere Trockenfrüchte, getrocknete Äpfel, Birnen, was man will, Marillen oder Feigen in den Teig. Die habe ich nicht vorgequollen im Wasser, weil sonst werden sie gatschig, matschig und zermischen sich zu stark beim Kneten, beim Teig zubereiten. Und wir wollen, dass die nur ganz bleiben. Das Ganze wird jetzt quasi ohne die Rosinen und zu Beginn auch ohne die Körner zu einem Teig gemischt, damit das Kleberkonstrukt sich einmal ausbilden kann. Wichtig bei Vollkornteigen oder bei Teigen, wo mehr Vollkorn drin ist, immer eine längere Mischzeit. Warum mischen wir Vollkornteige etwas länger langsam? Weil das Vollkorn immer gröber ist, dadurch das Mehl viel länger braucht, um das Wasser gut aufzunehmen, die Quellphase länger sein sollte. Das heißt, haben wir viel Vollkorn im Teig, mischen wir länger langsam und dann erst ein bisschen schnell. Wasser. Roggen, Vollkorn, Sauerteige oder grundsätzlich Vollkornsauerteige kriegen immer mehr Säure wie helle oder wie Sauerteige, die aus hellem Mehl hergestellt werden. Warum? Weil die Mineralstoffe im Vollkornmehl den pH-Wert buffern, somit die Bakterien mehr und mehr Säure produzieren. Somit helle Sauerteige hergestellt aus hellen Mehlen sind milder, kräftiger werden die Vollkornsauerteige. Und dann noch die restlichen Zutaten, kommt jetzt alles hinein. Wird ein wahrscheinlich relativ fester Teig, weil natürlich da bei den Körnl auch noch Wasser drin ist. Und dann mischen wir das vorsichtig unter. Wir mischen 10 Minuten langsam, damit das Vollkornmehl genug Zeit hat, um aufzuquellen. Los geht's! Ein, wie gesagt, etwas festerer Teig, weil da sind ja auch noch, ist auch noch Flüssigkeit drin, die jetzt beim Teig auch noch reinkommt und es weicher machen wird. Auch wenn die Körner natürlich Wasser gebunden haben durch das Brühstück, aber es ist dann doch so, dass der Teig um einiges weicher wird. Welche Cerealien ihr da drin haben wollt, ist dann komplett euch überlassen, je nachdem, was ihr haben wollt. Und die Rosinen dazu.
und langsam noch ein, zwei Minuten mischen. Wir haben jetzt unseren Teig fertig. Ein sehr kompakter Teig, obwohl 80% Wasser drin sind. Aber das Vollkorn und natürlich die Körner nehmen da sehr viel Wasser auf. So lassen wir dann jetzt rasten, ungefähr 40 Minuten, und dann werden wir zu unseren Stücken formen. Die Müsli-Weckerl werden jetzt in Haferflocken gewälzt. Und bei den Haferflocken hat man oft das Problem, das schmeckt nach dem Backen, wenn so noch Krusten draußen sind, nicht wirklich gut, nicht wirklich sexy. Schmeckt ein bisschen nach Karton. Wie können wir da entgegenwirken? Indem wir die Haferflocken ein bisschen mit Staubzucker mischen, nur ganz wenig. Dadurch kriegt man ganz eine andere Färbung, ganz eine andere Röstung und eine bessere Bräunung von den Haferflocken, und dadurch entstehen bessere Aromen. Wir wählen da jetzt eine relativ einfache Form, und der Teig hat sich jetzt in der Zeit gut entspannen können. Das heißt, vorher mal ganz leicht rund formen, nicht wirklich schleifen, sondern nur leicht zusammendrehen, dass das halbwegs rund ist. Genügt. Wir wollen nicht zu viel beanspruchen für den Teig, der ist eh schon schwer genug. Diese schweren Teige mit viel Vollkorn und die ganzen Körner drin, je mehr wir das jetzt nur beanspruchen, desto blöder ist es wieder für die Teigstruktur, für die Kleberstruktur. Darum sind wir da jetzt eher vorsichtig und dann nicht wirklich vollständig schleifen, weil dann machen wir wieder zu viel kaputt. Und jetzt werden die an der Oberfläche leicht bemehlt, und ich habe mir da jetzt schon ein nasses Tuch und eben diese gezuckerten Haferflocken hergekriegt. Jetzt mit der glatten oder etwas glatten Seite nach unten, die einmal in die Mitte einschlagen und ein zweites Mal zu so länglichen Weckerl formen. Fertig. Im Wasser gerollt mit der glatten Seite in die Haferflocken und auf ein Blech oder auf ein Brett mit Backpapier. Bevor diese Weckerl jetzt zu Stücke reinkommen, schneiden wir es nur einmal in der Mitte ein. Was bringt es, wenn man den Schnitt sofort setzt, vor der Stückgare? Das Ganze fällt auseinander, und somit sieht man dann in der Mitte den Teig und links und rechts schön die Haferflocken. Würde man es erst ganz am Schluss schneiden, dann hat man das, dass der Teig dann mehr aufbricht. Das heißt, mehr diese krustige Optik. Das heißt, entweder jetzt schneiden oder direkt vor dem Backen. Das bleibt euch überlassen. Ich schneide sie jetzt sofort. Dadurch kann der Schnitt ein bisschen mehr auffallen. 30 bis 45 Minuten Stückgare. Wichtig bei der Stückgare von jetzt mit Gebäck mit 50% Vollkorn: wir wollen nicht drüber gehen, wir wollen nicht zu viel Stückgare, weil das Vollkorn ruhig ein bisschen knappere Stückgare vertragt, weil sonst haben wir keine Kraft mehr. Also wenn man drauf druckt, sieht man, eh schon wissen, die Fingerdruckprobe, es ist nur etwas Power da, etwas Teigstabilität. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Schwaden
220 bis 225 Grad. Wir backen da halt mit Heißluft, zwei Etagen. Und ja, schauen wir weiter. Wie lang? Wie lang? Ja, wie immer, 16 bis 18 Minuten. Maximal 22 Minuten. Schauen wir da mal rein. Man könnte bei diesem Rezept auch mehr Cerealien und mehr Müsli-Mischung reingeben. Je nachdem, es wird dadurch natürlich ein bisschen weniger luftig, aber ihr könnt selber da entscheiden, wie viel davon rein soll. Dazu fällt mir jetzt eigentlich nur ein Zitat ein. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Von einem alten Schulkollegen von mir, von Markus. Danke, Markus. Das Rezept gibt es in der Videobeschreibung. Wir freuen uns aufs nächste Mal.